Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. So, hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was haben wir? Wir haben mal wieder ein Rollertreffen. Und wie ihr seht da hinten, es sind doch eine ganze Menge Leute gekommen. So, jetzt gehe ich hier mal durch die Reihe, ne, und nehme hier mal so ein bisschen auf. Sind ja doch einige erschienen. Hier vorne kennt ihr ja, ne? Ja, das Krümelmonster, ne? Kekse. Ne? Hier, das hier die Borgman-Abteilung ist das. Ne? Das Wetter ist natürlich auch besonders schön dann hier. Ja, das ist der Mann aus Bayern. Ne? Hat seine Maschine mal schnell eingefahren. Ist natürlich, können wir mal gucken. Ja, Honda. Hier haben wir unsere Teenie-Abteilung, die natürlich nicht tunen, da braucht ihr gar nicht, ne? Macht euch da keine Gedanken. Ja, die fahren alle 25 bis 30 im Höchstfall. Ne, hier auch was Schönes. Ne, steht er da. Vor allem ein ganz wichtiger Name. Ne, das ist immer gut. Er ist ganz schlau, ne, hat den Helm aufgesetzt, ja, falls das bei Aktenzeichen XY gezeigt wird, ne, damit sie ihn nicht finden. So, hier haben wir natürlich wieder die Honda. Ja, ne, er ist ja immer dabei. Ne. Ja, ist ja auch eingebürgert inzwischen. Er spricht ja besser Deutsch wie manche Deutsche. So, dann hier wieder Zipp. Ne. Ja, die zippt manchmal ein bisschen rum. Dann hier wieder was Größeres. Ja, ich gehe mal zurück, sonst kommt die gar nicht auf dem Bild. Da haben wir auch wieder was Schönes. Ne? Hier haben wir Uwe. Ja, Uwe ist übrigens noch zu haben. Der ist alleinstehend und kriegt jetzt eine neue Wohnung, Erstbezug. Ne? Also wer sich da interessiert, hier nochmal in Nahaufnahme, der nimmt jetzt extra das Handy davor. Ne? Ja, Uwe hat extra heute Gartha-Studio. Jo. Ne? Hier Ingo. Kennt ihr ja alle, ne, der, ne, Guido, der schlankeste von uns natürlich, ne, hat immer Reserve mit. Ne, ja, ne, das ist hier die Maschine von Konstantin. Ja, Konstantin möchte da nicht so auf dem Bild sein. Dann haben wir hier, ja, das sollten wir vielleicht noch mal zeigen. Ja, das hier vom Manne, ja. Manne ist der kleinste und leichteste und fährt die größte und schwerste Maschine von uns allen. Ne? Dann haben wir hier. Ja, Ape. Ne? Ja, das ist der Jens. Ne? Und daneben hier, das ist Christian. Ja, Grüß Gott. er hat extra ein Visum gekriegt und so. Ich habe mich Ja, dann der tierisch Rolf hat sich so eingesetzt. ins Zeug gelegt. Das ist ja für Bayern echt schwierig, ne? Aber es hat diesmal wirklich geklappt. Die haben mich hier zwar an der Landesgrenze aufgehalten, aber mit Rolfs Connection ging das. Ja, aber nur für 36 Stunden. Ja, Dann muss er zurück. Das Gute ist, ich fahre ja dann nach Bremen weiter. So, weiter geht's. So, hier natürlich 50er, ist klar. Dann hier auch noch eine schöne Maschine. Ne? Das ist Kalle aus Langenhagen. Ne? Dann hier. Auch was Schickes. Hier ist der Janni. Genau hier. Aus Hemmingen. Genau hier der Janni aus Hemmingen. Ne? Genau. Ja. Hier und der Ingo aus Gerden. Ingo. Ja, Ingo aus Gerden hier. Ne? Genau, hat wieder einen Roller geputzt. Ja, ist nee, wieder alles in geputzt. Ordnung. Da ist nichts ja. geputzt. Da Schönes ist Ding. Immer noch so wie vorher. Ja. Alles neu. So, da haben wir hier noch eine Peugeot. Ne? Ja, Peugeot macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Hier auch noch mal. Ja, von Attila die Peugeot. Hier haben wir noch eine Honda, eine 450er. Und hier, ja. Ja, hier steht meine Helix. Ja, kann man kaum sehen, ne, weil die so vollgepackt ist. Wir sind auch da, die Mädels. Die Mädels sind auch hier. Ja. Meine ich halte dich auf die Seite. Auf beiden Seiten. Müssen wir mal gucken, dass hier so die
Jetzt müssen wir denn da gucken. So, ja, ob wir ein Bild sind. Ja, wir sind. Ich habe natürlich auch für dich eine Kleinigkeit. Oh, ich habe doch gar keine Pfeile geworfen auf Luftballons. Nee, aber du hast auf jeden Fall den weitesten Weg. Ja, aber mit, du, der Martin. Mit Abstand. Der Martin, das muss man aber jetzt anerkennend auch mal sagen. Der Martin, der ist von Hannover bis nach Leipzig, das ist die halbe Strecke von mir hierher, mir entgegengekommen. Der hat genauso viele Kilometer, den lasse ich davon mindestens mal trinken. Da ist nichts drin, die ist leer. Ach du Scheiße. Trink, tut man nachher. Ja. Ne? So, ne? Also wie gesagt, Christian aus Bayern. Und Martin hat ihn begleitet von Leipzig. Also ja. 500 Kilometer fahre ich ja wirklich nicht für jeden, aber hier für den Rolf schon. Ah, Jungs, hört auf. So Leute, ich gehe jetzt mal ab dem Parcours. Letztes Mal hat das irgendwie nicht geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Ne? Also man muss hier so rumfahren. Ne? Was ja jetzt nicht ganz so schwer ist. Ne? Dann hier in der Mitte durch. Durch den Seilen. Oder die Seile. So, dann wieder hier. So. Dann fährt man hier und dreht und fährt dann wieder zurück. Ne? So. Jo, der Christian. Hey, mit einer großen, einer 125er. Ja, der war nicht schlecht. Hi. So, wir haben hier einen Sonderpreis für Martin. Ne? Ja, er weiß schon warum. Ne? Und so. Haben wir natürlich auch schön eingepackt und so. Ne? Vergaser, geht dir, überreicht das mal. Dankeschön, nehme ich in Ehren an. Pack aus. Ja, mach ich. Ihr seid da verrückt. Ja, aber cool, ne? Genau den gleichen in Gelb wie Getränke hatte, habe ich schon im Garten liegen. Jetzt habe ich einen zweiten. Als Ersatz. Ja, steht der. Jawohl. Wie bei Zeche, wo ich jahrelang die getragen habe, unter Tage mit Kopflampe. Ja, genau, Bergarbeiter. Ja, das ist der Jens hier. Ja, der mit der Ape. Ne, so, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und das ist Jens, der hat übrigens auch einen YouTube-Kanal, das ist der mit der Drohne. Und der ist mit der Ape hier. Wäre schön, wenn er da mal guckt. Ich hänge euch da mal einen Link unter, damit da mal ein bisschen was passiert. Der macht so geile Aufnahmen und keiner sieht's. Oh, das geht. So, und dann haben wir hier noch, ja, seht ihr? Hier liegen eine ganze Menge Schlüssel drin, wo man aber nicht erkennen kann, welche Größe das ist. Das heißt, man muss drei Schlüssel rausnehmen und dann muss man raten, welche Größe es ist. Und für jedes Erratene gibt es 20 Punkte. So, den Parcours haben wir jetzt gefahren. Jetzt kommt die nächste Prüfung. Einige müssen wir ausfallen lassen, ja, wegen der Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine. Ne? Deswegen müssen wir das alles ein bisschen kürzen. So, und zwar, hier haben wir ja die Schlüssel. Jetzt muss jeder, der den Parcours gefahren hat, drei Schlüssel daraus nehmen und muss dann sagen, welche Größe es ist. Also, ich fange an. Drei. Hab drei. So. Also, 17. Ah, das sind ja zwei verschiedene hier. Ja, natürlich. Nein, ich meine hier, da ist ja da. Ja klar, ja, für jedes, was du erraten hast, gibt es 20 Punkte. Okay, dann 17. 12 und
Nee. 13 und 12. Und das ist nochmal der gleiche. So. Ein Punkt. 20 Punkte. Wir fangen nicht mit einem Punkt an. Also 13 und 12. Also 17 war schon mal okay. Ja. Was ist das? Einmal 11. Und 15. Ja, und das ist denn der andere, ist der gleiche. Und 14. 14 habe ich gesagt. Also 2. Und nee, habe ich 14 gesagt oder 13? 13 hast du gesagt, meiner Meinung nach. Ja, dann habe ich falsch und das ist der gleiche. Wie, hast du nur einen von 6 Möglichkeiten? Du hast ja 6 Möglichkeiten da. Das ist auch das 11er. Ja, ist der gleiche. Das könnte aber eine Seite vielleicht 15er sein. Jawohl, das ist genau so. Ja, das ist extra, um euch zu verwirren. Das kannst du euch ja nicht so einfach machen. Ja, ja. Den 17 habe ich richtig die beiden anderen falsch. Und vorher nimmt man diese kleinen Hanteln, diese Uhr wird eingeschaltet und dann muss man sogenannte fliegende Bewegungen machen, bis nichts mehr geht. Und da wird die Zeit aufgeschrieben. So, da haben wir hier wieder unsere Scheibe hängen, da muss man dann draufschmeißen und dann wird das, die Punkte, die man bisher erreicht hat, werden dann verdoppelt, verzehnfacht oder so. Ne, kann man ja sehen da. Jeder 3 nehmen. So, jetzt kommt der nächste, Guido. Ja, Guido nimmt sich gleich die Tasche vor der Brust. Die gefällt ihm wohl. 1, 2, 3. So, er hat 3 Schlüssel. Ich mache hier die Striche. Aber Christian war jetzt ein bisschen schwach. Ja. Der war jetzt zweimal der gleiche. Das ist ja logisch, dass ich jetzt zweimal gleich. Ja, nee, ja. Zweimal gleich falsch habe. Ich muss euch ja verwirren. 13 oder 14. Ich würde jetzt mal sagen 13. Ja, aber du hast 2 Seiten. Ja, das heißt, auch. Ja, dann okay. Kann nur derselbe sein. So, das hier ist auf jeden Fall 10, 11. Ja. Das hier. Ich würde schon mal so aus wie der andere. Ne? Cool. 11. Dann sage ich 14 und 11. 14 und 11. Ja, Gitte muss jetzt wieder, ja, die tut sich da schwer, mit so Gummisachen abzumachen irgendwie. Ja, weil ich kann den Geruch vom verbrannten Gummi nicht ab. So. Haben wir ein Messer oder sowas? Guck mal, cool, ne? Messer, wir haben hier keine 14, Messerträger. Was habe ich gesagt? Ja, mach doch ab. 14, 11, ne? 11 ist das nicht. So, einer ist hier, 13, 13. 13, 13. Ja, den hat er richtig gehabt. 12, was ist das? 12. Dann 14, 12. Ich habe ja noch die andere Seite. Ja, das geht schwer. Gib mal bitte das Papier. Oh, 13. 13, 12. Ja, was haben wir? Einen haben wir bisher, oder was? 13, den hatten wir. Ja. Was haben jetzt? 10 und 11. Ja, das habe ich gesagt. Richtig. Also habe ich 2. Also hat, nee, 3. 3 richtige. Ja, so. Der nächste Herr, dieselbe Dame. Schweinerei. Ich nehme auch so viel Knarre, glaube ich. Ja, die größten. Oh, yeah. Man kann dick hängen lassen. Ich finde die großen schwieriger. Ja, finde ich auch. Ja, natürlich. Das. 1922. Nicht vorsagen im Publikum. Ja, disqualifiziert. Du kriegst keinen Lolli. Das müsste 15 sein. 15. Ja, was nun? 15. Sag mal erst mal die anderen. Wir merken uns das. Hier sind so wie Kalle ist gedanklich voll dabei. 17, 19. Ich kann gar nicht hingucken. 17, 19.
würde ich mal sagen. Mal weg von der Fe- oh, wenn du gesagt hast, kannst du auch abmachen. Ja, das ist ja wieder, ich habe keine Finger nicht. Ja, sag den anderen erstmal, nicht damit du so viel Zeit hast zum Überlegen, dann arbeitet dein Hirn nachher so schwer. Das ist auch komisch. Ja, 1922. Hier, der Vorsager, disqualifiziert. Ja, nee, die können wir nicht gelten lassen, da musst du dir nochmal einen anderen rausnehmen. Kalle hat vorgesagt. Das ist hier nicht bei Günther Jauch. Der Sperrbildschirm kommt jetzt mal zum Einsatz. Das ist Brot. Das ist einfach. Einfach? Ja. Ja, dann sag. Wieso ich? Nee, er. Hätte ich den mal genommen. Ja, der hat ja die freie Auswahl gehabt. Ja, ich wollte einfach einen grabbeln. Immerhin habe ich drei. Ne? Schalle. Schon drei mehr als ich? Nee, zwei mehr. Zwei, ja. Aber es ist dreifach von dem, was ich... Nicht ja hier, die Zeit läuft. Ja. Okay. Darfst du? 8, 9, 10, 11. 8, 9? 8, 9 darfst du mit. Wie ist eure Meinung, 8, 9? Also, wir haben... 9. 20, 22. Ja, hat er das gesagt? 20, 22? Nein. Den einen haben wir doch nicht gelten lassen, weil Galle das ich vorgesagt hat. Nein, das ist ja der dritte hier. Ja, denn? Ja. Den hat er nicht. 14, 15. Ich glaube, ja. Einen. Den hat er. Nicht. Ja, wir hatten drei Stück, die er hatte. Der große gilt ja nicht. Ja, 8, 9, sage ich doch. 8, 9, also hat er 2. Vor du auch, ne? Nee, 5 war da. 5 war da. Du hast ja immer 2 Möglichkeiten bei jedem Schlüssel. Ja, gut, dann hat er 5. Wer noch? So, und das hier in dem Paket, das ist der Hauptpreis. Ja, wir wählen heute den härtesten Rollerfahrer überhaupt oder die härteste Rollerfahrerin. Und der kriegt diesen Hauptpreis, der hier noch versteckt ist.